25 Jahre Amiga. Das war vor 10 Jahren. Denn es geht um 35 Jahre Amiga. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Leute, hier zum Retro Club auf Rocket Beans TV, eurer Stunde des Schwelgens in Erinnerung. Ich darf es wieder sein, euer Gregor, der sich ja nach vorne gekämpft hat, in die Bresche gesprungen ist, um für euch ja diese Spiele nochmal super anzugucken, diese Hardware nochmal auszutesten und um euch eine fantastische, hoffentlich fantastische Show zu präsentieren. Im Kolobner, habt ihr schon gehört? Ich mache mir natürlich Gedanken, was ich hier im Retro-Club euch für Themen gerne zeigen kann. Es sind viele durchquerbeet gemischte Sachen, wo es mal um Genres geht, wo es um spezifische Games geht, um Serien, um alte Hardware und so weiter. Ab und zu mal auch, wir sind ja alle hier in den meisten Fällen, die hier zugucken, natürlich in Deutschland groß geworden, in den meisten Fällen. Ja, wir haben ja auch einige, die im Ausland entsprechend zuschauen und haben was mit Heimcomputern zu tun gehabt. Ich natürlich auch. Über den C64 habe ich beispielsweise hier schon viel gemacht. Aber auch über den Amiga, insbesondere den Amiga 500. Ein Computer, den ich in Schulzeiten besessen habe und auf dem ich sehr, sehr viel gespielt habe damals. Und ich habe immer wieder was über den Amiga hier drin gehabt. Und es ist ein bisschen schwierig so, wenn man gerade diese alten Computerthemen präsentiert. Man mag denken, dass gerade hier in Deutschland eben auch wirklich so eine große Kultur noch mal drumherum ist. Aber das Interesse ist meist ein bisschen weniger bei euch da draußen, als wenn es jetzt um Konsolenverwandte Themen geht. Nichtsdestotrotz springe ich da gerne mal in die Bresche und ich musste in letzter Zeit wieder häufiger an den Amiga denken, weil er einfach auch so viele interessante und coole Spiele hatte und ich habe drüber nachgedacht, habe ich mal ein ganzes Special drüber gemacht, was soll's, lass uns mal über den Amiga quatschen. Ich habe geguckt, 1985, cool, da reden wir über 25 Jahre Amiga und da ist mir aufgefallen, Moment, 1985, 35 Jahre her, wo der erste Amiga existiert hat, das erste Modell, was rausgekommen ist. Und dementsprechend ist es das große Special zu 35 Jahren Amiga-Computer. Es wird jetzt nicht so ultra ins Detail gehen über alle Hardware-Revisionen, die es gegeben hat, über Peripherie und so weiter, sondern ich will mich ein bisschen mehr auf die Spiele konzentrieren. Und wir machen über 40 plus Spiele. Oder, ja, wir reden zumindest über 40 plus Spiele und ich zeige euch auch noch einige, um so einen guten Überblick über die Bibliothek zu bekommen. Aber was wir auch machen werden, ist einen kleinen Blick tatsächlich auf das Jahr 1985 zurückzuwerfen. Denn da, im Juli 85, kam das allererste Amiga-Modell, der Amiga 1000, wie er später genannt wurde, der noch ein bisschen anders war als der 500, den die meisten von uns natürlich damals hier besessen hatten als Computer-Kids, ja, Unterschiede gehabt hat und, zu der Zeit, da gab es ja auch die wunderbare Sendung, den Future Club mit Super Greg. Ne? Und Super Greg hat sich 1985 auch um den Amiga bemüht und ihn in der Show damals präsentiert. Und Super Greg, ihr Auftritt. Wollen wir uns jetzt wieder dem Computer an sich widmen. Und wir haben es eingangs schon gesagt, die 16-Bit-Revolution ist eingesagt. Nicht nur 8-Bit, nicht nur 64 Kilobyte Speicher, wie der Commodore 64 es hat. Denn es gab ein Nachfolgemodell. Und vielleicht kann ich es hier einmal kurz zeigen, einmal kurz kippen, bevor mir alles dann auseinanderfällt. Mal gucken, kriegt das die Kamera? Ja, ein bisschen kriegen wir das hin, ne? Da, schaut euch das mal an. Der Amiga hier in einer ganz speziellen Ausgabe des Amiga 500, der in der Form noch gar nicht existiert, denn wir haben auch vorab ein Gerät bekommen, inklusive einem komischen Eingabegerät namens Maus wird es genannt. Schaut euch das mal an. Ja, was ist denn das? Guck mal, du nimmst es so in die Hand und dann, ich finde es ein bisschen unangenehm, hier diese beiden Knöpfe mit der Handfläche zu drücken. Und dann, ich weiß nicht, ob man so gut damit steuern kann. Aber ja, habe ich schon mal gesehen, bei manchen Spielen diesen Trackball, der hier unten in der Maus drin, und da musst du so drücken, um die Knöpfe zu verwenden. Das hat der Amiga hier jetzt mit dabei. Hier haben wir, wie schon erwähnt, ein Vorabmodell. Jetzt gerade aber in den Läden ist der Amiga 1000 und da schauen wir uns einmal kurz an, was der denn so zu leisten imstande ist. Ja, ihr seht es da, der Amiga ist im Gegenzug zum Commodore 64, natürlich auch von Commodore, aber nicht nur exklusiv für, ja, was kann der C64? Er kann natürlich sehr gut auch spielen, als auch Tabellenkalkulationen machen und ein bisschen Schreibprogramm, aber der Amiga soll die ultimative Arbeitsmaschine werden. Nicht nur ein Betriebssystem, wo diese ominöse Maus als Eingabegerät verwendet werden soll, sondern auch nicht nur High-Quality-Games, die auch dann mit drauf sind. Hier, ihr seht, guck mal, der benutzt die Maus hier ganz falsch, das muss man eigentlich
ein bisschen anders halten. Ihr habt ein extensives Grafikprogramm auf dem Amiga drauf, wo ihr zum Beispiel Bildmanipulation betreiben könnt. Und auch hier. Also, Fotorealismus ist ja schon fast gegeben, wenn man diese Art von 3D-Grafik dann mitnimmt. Ihr werdet, wenn ihr aus dem künstlerischen Fach kommt, Deluxe Paint zum Beispiel, ein Grafikprogramm, das in der Form so bisher nicht existiert hat, wo man Teile von anderen Bildern dazu packen kann. Dazu, schaut euch mal hier, diese Animation, dieser Raubkatze plus diese Grafiken. Der Amiga soll als Arbeitsgerät durchaus auch mal im Videoschnitt verwendet werden und in der technischen Bar. Guck mal auch hier, das lächelnde Gesicht, das gefiel mir sehr, sehr gut, was der hatte. Und auch nicht nur das, auch in der Musik, da ein entsprechend guter Soundchip mit MIDI-Schnittstelle mit dabei ist, wird man auch musiktechnisch sehr, sehr viel damit einstellen können. Zum Beispiel auch hier, die Grafiken dieser Sendung, ihr seht hier vielleicht das Beispiel, die sind an einem Amiga entstanden. Also alles, was ihr hier an Animationen seht und Bewegungen und fantastischer Optik, dazu ist der Amiga zu leisten imstande. Hier als Musikstudio für mich auch ganz interessant, als jemand, der eben die Charts quasi von unten bis oben aufmischt mit eigener Musik. Einfach mal das Keyboard anschließen, an den Amiga durch das MIDI-Interface ein bisschen an der Maus rütteln und dann, guck mal, dann geht's ab. Yeah. Ich glaube, ich habe gerade einen neuen Hit geschrieben. Da hat sich insbesondere beschäftigt, das, was wir gesehen haben, um die eher gestalterische Seite. Der Amiga war natürlich nicht rein als Spielemaschine gedacht, sondern hatte mit Deluxe Paint quasi den Vorgänger von Photoshop, den viele Leute benutzt haben. Du hast mit dem Videotoaster, ich glaube, es war klassisch Schnittsoftware, aber damit hat man auch entsprechend zum Beispiel solche Titel erstellen können, Grafiken, die eingeblendet wurden, teilweise komplette Fernsehsender sind noch auf Amiga-Software gelaufen. Babylon 5, die erste Staffel der Sci-Fi-Serie, da wurden die Spezialeffekte noch mit einem Amiga, oder nicht mit einem, aber mit vielen, aber per Amiga gerendert. Ne? Und der hatte ganz, ganz großen Effekt eben auf auch viel, was Computereinbindung, bevor die PCs richtig, richtig groß geworden sind und schön mehr Möglichkeiten geboten haben, war der Amiga, der hatte sich seine eigene Nische da gebaut, aber natürlich auch bei den Spielen. Und ich halte auch noch mal kurz hier ein Werk der Kollegen. Nochmal hier kurz ins Bild. Im letzten Jahr gab es von der Retro Gamer eine ganz schöne Amiga-Ausgabe, die sich im Speziellen beschäftigt hat mit vielen der Games. Und über die werden wir auch heute ein klein wenig sprechen. Die habe ich mir im letzten Jahr geholt und ein bisschen auch in Erinnerung geschwelgt. Viele der alten Redakteure, die ich damals noch von der Powerplay kannte, haben sich da auch nochmal ausgetobt und neue Reviews geschrieben. Und ich habe, um euch ein bisschen so einen großen Überblick zu zeigen, was es auf dem Amiga gegeben hat, nicht nur einige Spiele exemplarisch ausgesucht, die wir anspielen werden, sondern auch ein paar kleine Matzen vorbereitet, die genretechnisch zusammengebaut sind. Natürlich auch nur ein Ausschnitt, es gibt viel, viel mehr, aber so könnt ihr sehen, was es zum Beispiel gegeben hat. Wir gehen auf die erste drauf und zuerst reden wir über Strategiespiele. Da seht ihr zum Beispiel Strategie, da war der Amiga ganz, ganz groß durch die Maus. Defender of the Crown, ja, gab es natürlich auch auf anderen Plattformen, aber die Amiga-Version durch die Grafik entsprechend das ja, Strategiespiel mit den kleinen Minigames mittendrin, wo ihr das England des Mittelalters unter euch aufgeteilt habt, erobert habt und so weiter, inklusive der großen Lanzenkämpfe, die drin gewesen sind. Und Cinemaware, gerade grafisch war das ein richtig großer Titel und hat für viele zum Repertoire dazugezählt. Und ein Spiel, auf das ich ganz, ganz große Stücke halte, Battle Isle. Vorgänger von History Line gewesen und inspiriert von Nektaris, einem Strategiespiel, das ich eventuell erwähnt habe in der PC Engine Folge. In Japan ist es gewesen, Hexfeld, Top-Down-Strategie, rundenbasiert, mit entsprechend kleinen Maps, die dann aufgebaut werden. Und da haben sich deutsche Entwickler davon inspirieren lassen und dieses Spiel umgesetzt und da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Ports of Call ist ein Beispiel für die vielen Handelssimulationen, hier im Speziellen, dass du Schiffshandel betreiben kannst und da hat man sich sehr, sehr ausgetobt. Da kann man auch solche Spiele wie der Patrizier nennen zum Beispiel oder die Fugger mit Doppel-G in der Mitte. Da konnte jeder nach seinem eigenen Geschmack viel zum Strategieren finden auf dem Amiga und Ports of Call ist eben auch einer der Titel gewesen, über die sich Leute gerne ausgetauscht haben und dazu brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Civilization Civ 1, das erste Civ, natürlich auch auf dem Amiga unterwegs gewesen. Eine der Serien, die sich bis heute natürlich gehalten und weiterentwickelt hat. Aber auf dem Amiga war es auch einer der Ausnahmetitel, wo man auch gesagt hat, hey, wenn du Strategie magst, schau dir auf jeden Fall Civilization an. Das wird dir richtig, richtig viel Spaß machen. Und natürlich, Deutsch ist immer hier bei den Entwicklern mit dabei. Blue Byte, die Siedler, hat auch auf dem Amiga seine Anfänge gehabt. Auch eine Serie, die sich bis heute dann entsprechend gehalten hat. Natürlich später auf dem PC noch mal ein bisschen
dann erweitert worden und ergänzt worden, aber auch die Wurzeln von vielen solchen Serien, der Erfolg vieler solcher Serien hat auf dem Amiga seine Anfänge gar, soll ich beim Erzählen mich verschluckt, hier, leicht. Ich entschuldige diesen kleinen Huster. Das soll natürlich nicht sein, gerade wenn man über die Siedler spricht. Wir können auch aufs Ingame mal raufgehen, denn können wir gleich die Überleitung machen zu, wenn wir schon von Spielen im deutschen Landen sprechen. Darüber hatte ich auch schon längst ein Special gemacht. Nicht von Blue Byte, aber entsprechend von Factor 5 und Rainbow Arts damals gemacht. Turrican 2, es gab ein Turrican Special hier im Retro-Club um Bran McGuire, den Kerl im Cyber-Anzug in einer Mischung aus Super Mario, Metroid, ein bisschen Contra ist auch noch mit drin. Also sehr, sehr viele Genres, aber mit einem eigenständigen Gameplay, toller Grafik. In der Amiga-Version, insbesondere durch den exzellenten Soundtrack von Chris Hülsbeck, nochmal extra auffällig, der bei der C64er-Version leider gefehlt hat, weil da das Spiel so technisch aufwendig war, dass während des Spiels kein Soundtrack laufen kann. Und ich habe bei dem Turrican Special andere Versionen euch gezeigt. Wenn wir schon über den Amiga sprechen, werden wir auch die Amiga-Version dann euch mal zeigen können. Also da habt ihr Bran McGuire und lauft hier rum, ihr könnt entsprechend ballern. Ich muss hier aufpassen, dass ich hier die Upgrades dann einmal wische und wo war es hier genau, dass ich mir hier nochmal ein paar Upgrades mitnehme. Das ist so das Super Mario Element, ja, ihr könnt auf die Gegner entweder draus springen oder ihr könnt euch für die Upgrades hier aus Blöcken hier draus bedienen. Habt verschiedene Waffen, die ihr wählen könnt, ähnlich wie bei Contra. Ich habe die Möglichkeit wie bei, hier. Bei Metroid in eine Kugelform reinzugehen und dann entsprechend Minen zu hinterlassen. Also es ist so ein bisschen so ein Best-of-Game dieser vielen Sachen, aber hat genug eigenständig gemacht, finde ich, dass es auch alleine für sich stehen kann, vor allem durch das Level-Design, das meist ein bisschen freier, ein bisschen offener gestaltet ist als viele der Vorlagen. Ihr habt oft recht weitläufige Level, in denen ihr euch austoben könnt. Meist zwar ein Ziel, wo ihr am Ende rauskommt, aber der Weg dahin, der ist so ein bisschen euch überlassen, ne? Und das Erkunden. Inklusive nicht nur mit der geilen Technik, sondern das Erkunden hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da sind wir auf den Gegner raufgesprungen und ich mache nochmal hier kurz das Ding hier zum Wegmachen. Und ihr habt nochmal die Option, mal sehen, ob ich das auslösen kann. Ich will das mal machen, wenn viele Gegner da sind. Ihr habt noch so einen Special Move. Genau. Wenn ihr noch in der Kugelform seid und dann einen eurer Super Specials benutzt, dann könnt ihr auch nochmal so einen Screen Clearer machen, so eine Smart Bomb. Also sehr, sehr viele Optionen, um euch der Gegner zu erwehren. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, ist, dass in den meisten Fällen, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit hattet, ein Pad mit mehreren Knöpfen zu haben oder sowas wie die Amiga CD32-Version benutzt, was ja die CD-Konsolen-Variante des Amiga gewesen ist, leider nicht so gut bedient worden. Am Ende des Zyklus, ach, jetzt bin ich natürlich in die Bienenwabe gelaufen. Das war nicht ganz so klug von mir. Habt ihr noch mehr Knöpfe gehabt zur Verfügung, aber dass ihr bei solchen Sachen mit Steuerkreuz nach oben oder Joystick nach oben springen könnt, und das fand ich nie so geil als Jump'n'Run-Fan, ne? Das hat mich immer so ein bisschen bei solchen Games dann irritiert und nicht wirklich dann abgeholt. Muss man sich dran gewöhnen oder man hat eben eine Version, wo es dann einen weiteren Knopf gibt. Später, ja, wenn ihr ein bisschen mehr zu Turrican 2 wissen wollt und entsprechend die Entstehungsgeschichte, wie es bei Factor 5 Rainbow Arts damals zugegangen ist, da sind im Turrican Special dann auch entsprechend nochmal ein paar Matzen dabei. Ich guck mal auch, dass es dann, okay, hab den doch nochmal erwischt. Da erfahrt ihr ein bisschen mehr was zu der Geschichte und seht ein bisschen was zu den anderen Versionen. Aber das ist eben ein Ausnahmetitel auch für den Amiga gewesen. Und ich würde fast auch sagen, die beste Version, ne, die man vom Titel zocken kann. Wobei ich persönlich natürlich auch sehr, sehr viele Stücke auf die C64-Version halte, die nicht ganz so gut ausschaut und natürlich auch nicht ganz so gut klingt, weil da die Musik fehlt. Aber die ist auch schon technisch mega beeindruckend gewesen. Nichtsdestotrotz, die Fassung hier lohnt sich mehr. Mal gucken, wie weit ich hier komme. Ach, jetzt, guck mal, jetzt bin ich in der Sackgasse drin und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr. Irgendwo war der Ausgang hier versteckt vom ersten Level und der mich zu einem ähnlichen weitläufigen Level bringt. Plus natürlich später auch, das seht ihr dann im anderen Special, gibt es auch diese Flugshooter-Abschnitte, wo ihr wie bei Gradius quasi durchfliegen könnt mit einer enorm hohen Geschwindigkeit, die auch sehr gut aussahen. Die sind aber ein bisschen später im Spiel, die ich euch jetzt nicht direkt zeigen kann. Da kommt ihr Kollegen. Lass mich hier mal die Diamanten sammeln. Vielleicht ist das schon das Ende des Levels, dann will ich das nochmal mitnehmen. Und gucken, wie man da durchkommt. Ich glaube, ich habe wieder eine Sackgasse bekommen. Aber dafür durfte ich nochmal die Diamanten einsammeln. Das sollte genug sein von Turrican. Schaut euch da gerne das andere Special an und da könnt ihr euch ein bisschen mehr austoben. Wenn wir bei entsprechend solchen Sachen gewesen sind. Dann, wenn man Turrican sagt, müsste man eigentlich auch Apydia
sagen, ne? Und es hört sich ein bisschen so an, als ob ich gerade nochmal hier geschnüfft habe. Aber Factor 5 war natürlich einer der Entwickler hier aus Deutschland. Chris Hülsberg hat hier natürlich im Speziellen die Musik dann mitgemacht. Allerdings, Chris Hülsberg war auch an einem anderen Studio beteiligt. Und ich hoffe, ich kriege die Details nicht ganz so durcheinander, weil ich habe seinen Namen zumindest in Verbindung mit dieser Firma gelesen. Die heißt Kaito. Also nicht Taito mit T-A-I-T-O, wie der japanische Entwickler heißt, sondern hier Kaito. Und da steht Playbyte, wobei es sieht aus nach Bluebyte ein bisschen, nach dem Logo. Also es ist auch wohl ein bisschen Publishing-mäßig mit drin. Chris Hülsberg hängt da auch mit drin, Kaiko. Kaiko waren so ein bisschen die deutschen Entwickler, die aber japanische Spiele richtig geil gefunden haben. Und Apydia ist ein Shoot'em-up im Gradius-Style, was ähnlich war wie die Level, die ich hier gerade vorhin erwähnt habe. Und ich guck mal kurz, ich versuche das mal zum Erklären und parallel spielen ist es nämlich wesentlich hilfreich, wenn ich es ein bisschen einfacher schalte. Es wird gleich schwer, schwer genug. Ich bin mal, ich mach mal auf Auto und wir sind mit Pad und starten hier einmal. Kaiko haben gerne Spiele gemacht, die an andere bekannte Genres angelehnt waren und haben hier eben ein Gradius-Game gemacht, aber in Mutter Natur. Ja, ihr spielt eine Biene, soll eine Biene sein oder eine Hornisse? Doch, ich würde eine Biene sagen. Die hier, wie bei Gradius unterwegs sind, ihr seht den Upgrade-Pass, den wir unten haben. Wo ihr dann nach und nach dann Upgrade-Items verdient, die ihr dann ausgeben könnt für verschiedene Specials. Oh, habe ich den noch erwischt? Okay. Warte mal, ich versuche mal, ob ich hier die Schnecke hier nochmal weghauen kann. Ein Upgrade, weil ich auf Automatik gemacht habe, wird sie automatisch mit rausgenommen. Und die Schnecke, Hardcore, gleich mal hier weggeballert. Dass er mitnehmen kann. Und das ist ein Ausnahmeshooter gewesen, ne? Der technisch echt gut sie spielen ließ. Hier in der Variante, die wir hier gerade spielen, also ich lasse die Sachen gerade über meinen Raspberry Pi laufen. Ah, verdammt, habe ich den erwischt? Ich glaube, ich habe den nicht erwischt. Über mein Raspberry Pi jetzt laufen, weil mein Amiga leider den Geist aufgegeben hat vor einiger Zeit und wir das nicht mehr an dem Gerät selber dann spielen können. Das ist hier eine kleine Eigenheit. Normalerweise werden die eigentlich alle ganz gut emuliert. Da gibt es vernünftige Optionen. Allerdings, ich weiß nicht, ob es beim Original auch so gewesen ist, aber ihr seht, meine Sprites verschwinden. Wenn da zu viele Gegner auf dem Bildschirm drauf sind, kann ich auf einmal meinen Charakter nicht mehr sehen. Und bei so vielen... Okay, das wollen wir noch zumindest holen, weil das gibt uns zumindest Unverwundbarkeit für ein bisschen. Ja, ihr seht, mein Charakter verschwindet in dieser Stelle, weil da so viele Gegner auf dem Bildschirm sind und so viele Projektile, dass es nicht angezeigt werden kann. Und vielleicht überlebe ich das, weil ich gerade auch noch die Unverwundbarkeit habe. Oh Gott, 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 oh, wo kommt das denn her? Okay, hey, überlebst, 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 überlebst. Das ist... Ah, das war gerade fies, habt ihr es gesehen? Können wir auch gerne weg davon, weil meine Konzentration, das ist echt anstrengend, das parallel zu spielen und dabei zu erklären, dann können wir gerne dann raus hier davon. Hui, ist das anstrengend. Sollte normalerweise, glaube ich, dann nicht so sein, aber Apydia, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, ist ein recht schwieriges Spiel, aber auch ein technisch sehr, sehr beeindruckend gewesen und einer der Top-Shooter, die man eben sehr, sehr gerne präsentiert hat. Gehen wir auf, wenn wir bei Apydia jetzt hier gewesen sind, das war ein arcadiges Spiel und der Amiga, der war insbesondere auch bekannt dafür, dass es als 16-Bit-Maschine, ja, nah dran am Sega Mega Drive, würde ich am ehesten sagen, was so die technische Umsetzung angeht, aber hatte ein bisschen Vorteile in Sachen Musik, wobei ich sagen würde, bei der Grafik muss man hier und da ein bisschen Abstriche machen, wobei die auch schon sehr gut gewesen ist. War eine Plattform, wo man gerne Arcade-Umsetzungen dann umgesetzt hat. Nicht immer Arcade-Perfect, aber mitunter konnten das durchaus auch ein paar ganz sinnvolle sein. Oft waren sie spielerisch nicht ganz so geil, ne? Weil wenn dann westliche Entwickler versuchen, ein japanisches Spiel selber neu zu interpretieren, muss es nicht immer unbedingt klappen. In manchen Fällen funktioniert es aber sehr gut. Wir lassen nächstes Mal es laufen. Einige der bekannten Arcade-Portierungen, zum Beispiel Rainbow Islands, ne? Als Nachfolger von Bubble Bobble hat er natürlich auch das Spiel. Auf vielen Plattformen ist es nochmal umgesetzt worden. Ich habe die Amiga-Version echt gerne gespielt, weil die visuell als auch spielerisch eigentlich sehr gut funktioniert hat. Und wir sehen auch hier, ne? Also da kann man sich eigentlich nicht darüber beschweren, hat das Arcade-Original echt gut eingefangen und will ich auf jeden Fall zu den besseren Arcade-Umsetzungen zählen, die man auf der Plattform spielen kann. Als auch zum Beispiel R-Type. Ne? Wenn wir schon bei Ballerspielen gewesen sind wie Apydia, da gab es nicht nur originäre Spiele, die von den Computern gekommen sind, wie Crossout oder Z-Out oder wie sie alle heißen. Katakis natürlich auch ganz, ganz berühmt, was ja auch daran angelehnt war. Aber die originalen R-Types, die wurden auch dafür umgesetzt in zwei Teilen. Und ja, auch nicht ganz Arcade-Perfect, aber ich finde, die brauchen sich auch nicht unbedingt vor anderen Computern zu verstecken. Ich persönlich habe eine merkwürdige
Affektion. Eine Zuneigung zu Toki, einem Jump'n'Run-Action-Shooter-Jump'n'Run-Hybriden aus der Spielhalle. Hier insbesondere in der Amiga-Fassung. Ein Spiel, was auf vielen Plattformen häufig umgesetzt wurde. Da gab es auch ein Remake vor einiger Zeit. Und ich muss sagen, die Amiga-Version, die ist wirklich auch echt akkurat am Arcade-Original dran. Gerade was die großen Figuren angeht. Die würde ich auch dem Amiga empfehlen, dass man spielt. Als auch Space Harrier, natürlich einer der bekannten Sega-Titel. Ich habe Outrun auf dem Amiga probiert, das war nicht so geil. Space Harrier funktioniert da tatsächlich besser und es gibt zwei Versionen, die davon rausgekommen sind. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es die Elite-Fassung sein, die ein bisschen besser spielt, also vom Entwickler entsprechend aus, die sich ein bisschen besser spielt und funktioniert und akkurater umgesetzt ist, aber da könnt ihr euch auch dann umschauen. Und Shadow Dancer sehen wir hier, der Shinobi-Nachfolger, der natürlich auch auf dem Mega Drive existiert. Allerdings, die Amiga-Version, die ist wesentlich näher dran am Arcade-Original mit größeren Figuren und diesem Flugzeuglevel, der direkt zu Beginn losgeht. Der ist nämlich so in der Form nicht in der Mega Drive-Fassung am Start dabei. Und da habt ihr einen gut spielenden Arcade-Port, einen alten Arcade-Klassiker, der auf dem Amiga auch wirklich gut rumgekommen ist. Im Gegenzug gibt es aber auch ganz, ganz viele Amiga-Games, die nicht ganz so geil dann gewesen sind auf also Arcade-Games, die nicht ganz so geil auf dem Amiga gewesen sind. Eins habe ich aber für euch, wo ich auch sagen würde, das zählt zu dem besten Arcade-technisch hier drauf. Und da muss man mal sehen, wer da dran ist und diese Spiele umsetzt für die Leute. Es geht nämlich um einen Puzzle-Plattformer, will ich das Ding mal nennen, ja, von der Spielegattung aus her, namens Rotland. Das Land der Stäbe. Das Land der Bolzen. Ja. Jetzt gucken, müssen wir mit der Tastatur was machen? Nein, da können wir aufs Ingame draufgehen. Und da haben wir Rotland, Press Fire to Play a Game, von Jellicoe lizenziert und umgesetzt worden. Ja, man sieht hier auf dem Amiga schön farbenfroh, die Cutscenes werden dann auch hier gezeigt. Das Spiel glänzt vor allem durch, finde ich, schöne, große und animierte Figuren. Das sieht so ein bisschen nach Bubble Bobble aus im ersten Blick. Eine gute Musik, ihr müsst hier mit eurem Charakter hier herumlaufen, nicht nur diese Dinge einsammeln, sondern ihr habt die Möglichkeit mit eurem Stab, eurem Rod, die Gegner sozusagen zu greifen und dann ein paar Mal drumherum zu schwenken. Und dann könnt ihr Bonus-Items von denen benutzen, um sie anderen Gegnern entgegenzuwerfen und euch so zum Beispiel Freiheiten da rausholen, um dann die Sachen einzusammeln, die hier noch vorhanden sind. Ihr könnt auch selber an bestimmten Stellen dann eigene Leitern hinpacken, wenn manche nicht funktionieren. Und so dieses typische Bubble-Bobble-Gefühl ausweichen, selber Action machen. Wie gut funktioniert das? Ist in Rotland nicht nur ganz gut gelaufen, aber gerade in der Amiga-Version, die braucht sich überhaupt nicht vom Arcade-Original zu verstecken. So. Ah, und wenn man die erwischt mit den Items, kriegt man noch mal ein bisschen Bonusgeschichten mit dabei. Und ja, ich mag sowas wie Bubble Bobble zwar einen kleinen Tacken lieber als jetzt Rotland, weil es ja so ein bisschen spezifisches Ding ist, aber gerade was so Amiga-Umsetzungen angeht, ich habe alles eingesammelt, bevor ich die Gegner weggehauen habe. Das heißt, ich habe hier das Extra-Game, was mir noch mal geben kann. Lass mich den Typen hier noch mal erwischen. Auch das ist aber nicht so nice von dir. So. Zack, zack, zack. Und ich habe sogar jetzt Buchstaben eingesammelt. Also kann man sich aussuchen, macht man die Gegner zuerst oder macht man die Buchstaben, damit man seine Extra-Leiste dann voll bekommt. Und ja, es wird immer aufwendiger und immer schwieriger von den Gegnern aus her. Erwische ich einen von der Treppe zum Beispiel, da habe ich noch einen Buchstaben bekommen. Diese Haie, die haben auch noch mal Attacken, die dann über verschiedene Positionen hinausgehen. Guck mal, der ist jetzt schneller geworden, weil das der letzte ist, der übrig geblieben ist. Noch diese schönen Bombenexplosionen. Also Rotland kann ich als Spiel empfehlen und insbesondere in der Amiga-Fassung ist es für mich eine der besten Arcade-Umsetzungen, die man hier haben kann. Ich würde sagen, genug, sonst vertiefe ich mich auch ein bisschen zu sehr in Rotland. Und ich würde sagen, lass uns doch einmal jetzt kurz in die Werbung gehen, denn wir haben noch einiges an Genres und ich will das jetzt nicht so aufteilen, dass wir eine schöne Matz vorher gucken und dann nach der Werbung erst losspielen, weil die Genres wie Jump'n'Runs, wie Adventures, wie Sport- und Rennspiele, wie Prügelspiele, Rollenspiele, Highlights und noch viel mehr, das kommt. Aber nicht jetzt, sondern gleich nach der Werbung.
35 Jahre Amiga, einiges an Spiele-Highlights haben wir uns schon angeguckt und wir gehen zu den Jump'n'Runs, zu den Plattformern. Kannst du nicht alle klassisch als Jump'n'Runs bezeichnen, weil die spielerisch ein bisschen was anderes gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, sie haben alle einher die Perspektive und dass da gehüpft und gesprungen wird. Wir gehen zunächst Mats, dann einmal rüber und fangen natürlich mit einem der absoluten Klassiker an. Hier sehen wir Shadow of the Beast, der erste Teil von Psygnosis, dem Studio, was später für Sony quasi die PlayStation mit Wipeout und anderen Spielen quasi alleine zum Start bestückt hat. War ein absolutes Grafikbrett damals, dafür war Psygnosis bekannt, hoher Schwierigkeitsgrad und absolut klasse Grafik, nur die Spiele an sich waren vielleicht nicht ganz die geilsten. War visuell ein absolutes Highlight, vor allem auf dem Amiga und hat eben viel vom Erfolg der Firma als auch dem Genre ausgemacht. Fire and Ice, das erinnert so ein bisschen traditioneller an, ja, Konsolen-Jump'n'Runs, muss man sagen, mit dem kleinen, das ist so ein Eisfuchs, ne, der unterwegs ist, entsprechend Plattformen in den Leveln hier machen kann. Ist auf jeden Fall einer der farbenfroheren und originäreren Plattformer der Jump'n'Runs hier gewesen, wenn man so ein bisschen traditionelleres Erlebnis haben will, das nicht auf anderen Konsolen und anderen Plattformen zu haben ist. Das habe ich auf dem C64 hauptsächlich gespielt, aber natürlich auch auf dem Amiga. Ein ganz großer Plattformer, ein Jump'n'Run. Rick Dangerous in spezielle Form im zweiten Teil. Ein knallhartes Jump'n'Run mit hohem Schwierigkeitsgrad und viel abwechslungsreichem Level-Design. Da muss man sich wirklich reinfuchsen, weil man echt leicht sterben kann. Aber die Belohnung ist auch umso größer, wenn man es schafft. Auf dem Amiga auch ein ganz, ganz großer Spaß. Hier exemplarisch nochmal angeführt. Wir haben hier schon mal über die Bitmap Brothers in anderen Folgen vom Retro Club gesprochen. Gods ist eines ihrer Side-Scrolling-Games, ihrer Jump'n'Runs, was auch recht großen Erfolg damals gefeiert hat. Auf vielen Plattformen, gab es auch auf den Konsolen. Bei dem Amiga muss man immer sagen, das Scrolling war wahrscheinlich ein bisschen hakeliger als bei anderen Plattformen, aber die Farbenfroheit, ne, und entsprechend die musikalische Umsetzung, die konnte, da konnte keine andere Plattform so groß mithalten. Und hier auch nochmal ein Beispiel, The Killing Game Show, auch von Psygnosis, glaube ich, gepublished. Und wenn ich mich nicht irre, von der Firma produziert, die später Bizarre Creations geworden ist, die dann solche Games wie Metropolis Street Racer oder Project Gotham Racing gemacht hat. Und ja, das war so ein actionbasierter Plattform mit ein bisschen Run-and-Gun-Elementen. Ihr seht, man kann die Wände und so weiter draufgehen. Auch ein entsprechender Game, was häufig in den Zeitschriften dann auch genannt wurde als eines der Highlights. Wir gehen auf das Ingame gleich rauf. Da müsste nämlich das nächste Spiel gebootet haben und das wollte ich mir vorenthalten. Darüber reden wir nicht in der kleinen Matz, sondern da spielen wir selber. Vielleicht der Plattformer, an dem man am meisten denkt, wenn es in Sachen Amiga geht. Gemacht von Talion in Gütersloh. Deutschen. Sie waren es mal wieder. Ne? Haben wir wieder richtig vom Leder gezogen, da sehen wir Talion, das Logo. Und ich lass mal ein bisschen laufen, mal sehen, weil beim Amiga mit den Ladezeiten dazwischen kann es natürlich immer sein, dass da nicht sofort dann der Bildschirm auftaucht. Aber Lionheart, darum geht es. Lionheart ist ein gerade visuell herausragendes Jump'n'Run auf dem Amiga gewesen. Hatte durchaus einen knackigen Schwierigkeitsgrad gehabt. Und ey, Talion aus Gütersloh war eben eine Firma, die vor allem richtig, also in den Spielkonzepten haben sie sich gerne daran orientiert, oh, wir machen mal ein eigenes Jump'n'Run, oh, wir machen mal ein Rollenspiel. Wir probieren das mal hier, wir machen das mal so. Aber sie haben dem Ganzen immer so eine ganz, ganz eigene Note gegeben. Und ich finde sowas wie Lionheart, da hast du nicht wirklich was groß Vergleichbares gehabt. Ihr seht hier alleine, das wirkt fast wie so ein alter Conan-Film, wie so ein Frazetta-Gemälde, so angelehnt. Und die ganze Ästhetik des Spiels ist so ein bisschen Conan der Barbar, würde ich sagen, gemischt mit ein bisschen Thundercats. Kann man da auch sagen, denn hier in unserer Höhle, da wohnt natürlich, und hier schaue ich den 3D-Effekt an, geht das einfach so auf einem Heimcomputer? Darf man das machen? Nein, man sollte das machen. Man darf nicht nur, sondern man sollte. Da gehen wir direkt in 3D in das Haus rein und sehen eine große Truhe, eine Kerze, die scheint, und unseren haarigen Kollegen, der natürlich nicht anders kann, als halbnackig mit seinem Lendenschurz dazustehen, sich sein Schwert drüber zu packen, die Boots drüber zu ziehen über seinen haarigen Körper. Und meine Herren, also zum Friseur muss er eigentlich schon, aber vielleicht auch nicht, weil das ganz schick ausschaut. Interessant ist aber, während wir hier diesen haarigen Burschen haben, in-game, finde ich, sieht man das nicht ganz so sehr, denn da seht ihr, da kommt er raus. Also, hier sieht er mir ja aus so ein bisschen wie He-Man, ne? Mit ein bisschen weniger diesen Wolfshaaren, die wir hatten. Nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich eine grafische Geschichte. Da fliegt er los auf seinem Flugtier und geht los zur Jump'n'Run-Action. Ich guck mal kurz, was ich hier einstecken kann. Zwei Button. Ah ja, das finde ich auch geil. Difficulty, Schwierigkeitsgrad, normal, hart.
Oder Lionheart. Natürlich. Wir machen auf normal, weil wir wollen ja erstmal vernünftig hier spielen. Gehen einmal auf Start. Das Intro haben wir uns ja schon ein bisschen angeguckt. Ja, Lionheart. Jump'n'Run traditionell. Man muss ein bisschen zurechtkommen auch wieder. Wenn ihr eine Ein-Button-Steuerung habt, dann müsst ihr natürlich damit zurechtkommen, dass ihr nach oben drückt zum Springen, was ich nie so ganz geil finde. In der Zwei-Button-Steuerung habt ihr einen Sprungknopf wie hier. Aber ich habe einen Angriffsknopf. Wenn ich den drücke, dann kommt dieses Schwert raus. Um es zu benutzen, muss ich mit dem Steuerkreuz in eine Richtung, zum Beispiel nach vorne und hinten, da dreht sich der Charakter, oder ich muss nach unten und dann nach vorne. Also es ist nicht so, dass ich hier einfach laufe und drücke und dann schlägt er, sondern ich muss zusätzlich mit dem Steuerkreuz drücken, außer ich bin in der Luft, weil dann schlägt er zu. Und hier zum Beispiel können wir sehen, muss ich hier das Seitwärts-Ding machen. Grafisch seht ihr, hat das Spiel schon einiges versucht. Unten schaut man mit dem Wasserspiegel, der hoch und runter geht, hier die Grafik entsprechend verändert und verzerrt. Das war schon etwas, wo man damals, wenn man keinen Amiga gehabt hat, da hat man neidisch auf die Amiga-Leute hier runtergeschielt. Ne? Plattform ist schon in Ordnung, die Steuerung ist okay. Ne? Kann man auch als Konsolist eigentlich ganz gut spielen, vor allem, wenn man die zwei Buttons hier hat. Ansonsten wird es ein bisschen hakelig und ja, ihr habt die Option, euch mit eurem Kollegen hier noch mal ein bisschen runter zu schwingen. Ist auf jeden Fall wesentlich besser gelungen als das Unreal für den Amiga, was ich vor einigen Folgen mal gezeigt habe. Weil das ging spielerisch wirklich auf gar keine Kuhhaut. Hier stimmt immerhin das Visuelle als auch das Spielerische. Die Präzision ist schon da. Nur das Zurechtkommen mit der kurzen Reichweite seiner Beinchen vom Kollegen und eben, dass man zusätzlich eine Richtung auf dem Steuerkreuz drücken muss. Ja, ich will die doch alle einsammeln. Eine Steuerkreuzrichtung drücken muss, um anzugreifen. Weiß nicht, ob man sich da eine Extrawurst rausgebraten hat oder ob das eine Konzessionsentscheidung war für die One-Button-Kämpfer. Wahrscheinlich, ne? Damit du hier verschiedene Optionen haben kannst. Ich weiß ja nicht, so vorsichtig. Ah, da sind wir runtergerutscht. Da müssen wir den anderen Umweg nehmen über die Blätter. Oder gehen wir wieder hoch? Können wir das? Nee, da bin ich zu weit unten. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, uns hier entlang zu haben. Animationstechnisch ist das schon ganz geil. Ich kann hier oben auch draufstehen, wenn ich mal angreifen möchte und der Gegner sind. Allerdings, sobald ich mich einmal bewege, geht er dann wieder runter. Also müsst ihr auch ein bisschen taktisch hier gucken. Und ja, bin angenehm überrascht gewesen, weil ich habe erwartet, dass das Ding sich doch schlechter steuert als hier. Und es wird doch hakelig genug in anderen Situationen. Wenn wir hier aufpassen, dass wir nicht auf die Stacheln hier drauf kommen. Insbesondere was das Angreifen angeht. Aber das Springen ist präzise genug und darauf kommt es ja auch so ein bisschen an. So, warte mal. Kommen wir hoch. So, wir haben es nochmal hoch geschafft. Können wir den da umhauen? Nein. Lass uns da mal hier kurz runter. Dann sind wir auf dem oberen Weg, können uns noch so einen Trank holen und ich hoffe, ich bin... Nein. Ich habe gerade gesagt, ich hoffe, ich bin nicht unbedingt da reingesprungen, wo es dann irgendwelche Löcher gibt. Und ich springe ausgerechnet genau in die Ecke rein, wo ich absaufen kann. So, dann lass uns mal die Position nehmen. Genau, dann müssen wir hier nicht runter. Dann sollten wir den ersten Level zumindest geschafft haben. Und warum beim Springen wir so angreifen können, aber nicht beim Stehen? Das will mir nicht so ganz in den Kopf. Aber gut, wir haben es zum Ende des ersten Levels geschafft und sind in die Höhle reingegangen. Hier sehen wir mal ein bisschen anderes Setting. Hier wird es schon schwieriger mit der Steuerung, weil die Gegner... So. Oh, aber es hat trotzdem ganz gut geklappt, ne? Dass man mal gucken muss, in welcher Seite man angreift. Mir gefällt insbesondere dieses Umdrehen. Ne? Wenn man sich umdrehen und schlägt, dass er gleich so mal so eine Drehung macht, um den Gegner nach Möglichkeit den Kopf abzuschlagen. So, komm her. Kick. Will zumindest das Leben. Ah. Aber die sind fast fieser als die anderen Gegner. Weil um die vernünftig zu erwischen, da brauchst du ja einiges wirklich an Fingerspitzengefühl. Ach komm. Und jetzt hat es mich natürlich hier gefetzt. Das reicht dann auch hier aus, sonst würde ich mich noch ein bisschen zu weit hier in Lionheart austoben. Aber eines der herausragenden Jump'n'Runs dafür. Vielleicht nicht vergleichbar mit einem Mario oder mit einem Sonic, aber als Computerfan hat man gerne auch die etwas andere Attitüde genossen. Wir gehen auf die nächste Matz rauf und wir waren bei den Jump'n'Runs. Das nächste Genre, über das wir sprechen, ist folgendes.
Das sind die Grafik-Adventures und mit meinem meistgespielten Genre auf dem Amiga. Da habe ich nämlich als erstes The Secret of Monkey Island erlebt, eines meiner schönsten Gaming-Wochenenden. Ich hatte den Amiga von einem Schulkollegen gekauft, mit allem Pipapo und drum und dran. Und da war auch Monkey Island mit dabei. Und meine Herren, war das geil. Hatte sich auch richtig gut gespielt auf dem Amiga, repräsentativ für viele LucasArts-Adventures. Es gab sogar Monkey Island 2 und Indiana Jones 4 in vielen Diskettenfassungen mit extra, extra langen Ladezeiten. Das war weniger geil, aber dafür hatte man eine große Varianz, als auch hier repräsentativ für die Sierra Adventures hat man Space Quest. Ich habe Space Quest 4 insbesondere gespielt, hier ist Space Quest 3 gerade. Ihr hättet aber auch King's Quest, Police Quest und andere Sachen spielen können. Also alle guten und anstrengenden Sierra-Sachen waren auch da für euch zur Verfügung, die ihr hättet spielen können. The Legend of Kirandia würde ich auch ganz gerne reinschmeißen. Da gab es natürlich dann später auf dem PC mehr Sequels. Allerdings, Legend of Kirandia war ein Spiel von Westwood, die natürlich Command & Conquer gemacht haben, aber zu Beginn auch gerne in Adventures sich dann ausgetobt haben. Sehr, sehr schönes kleines Fantasy-Adventure, womit auch der Amiga dann geglänzt hat, insbesondere was die Grafik angeht und mal richtig zeigen konnte, was er drauf hat. Als auch Beneath the Steel Sky, ja. Wenn ihr das jetzt seht, ich habe schon die Beta von Beyond the Steel Sky spielen dürfen, dem Nachfolger, der über 20, ja, doch, doch weit über 20 Jahre nach dem Original in Bälde hoffentlich rauskommen wird. Und war auch ein sehr, sehr schönes Jump'n'Run, Jump'n'Run sag ich schon, ein Adventure mit der, dieser wirklich stilvollen schwarzen Verpackung mit dem silbernen Schriftzug drauf. Ein bisschen futuristisch, ein bisschen Cyberpunk, aber musste sich nicht verstecken vor anderen vergleichbaren Adventures. Und Simon the Sorcerer kennt man natürlich auch von anderen Plattformen aus her. Auf dem Amiga hat der Simon, der kleine Zauberer, der auch gerne Guybrush und den anderen Leuten Konkurrenz gemacht hat, auch wirklich schön ein bisschen was zeigen können. Und den habe ich da auch gerne gespielt. Ich werde euch gleich ein weiteres Adventure zeigen, und zwar eins, das ich mir gekauft habe damals. Und lass uns gleich zum Ingame gehen, weil ich weiß nicht, wie lange dann die Animationen dann laufen. Ach, da ist sie gerade dann weg gewesen. Habe ich mein Geld zusammengespart und für 40 D-Mark habe ich mir Darkseed gekauft. Darkseed ist ein Adventure, was mit Zusammenarbeit von Hans-Rüdi Giger entstanden ist. Da seht ihr ein bisschen so diese Maschinen an der Seite. Und dieses Bild, das ist durch die Zeitschriften gegangen, wie diesem Menschen, dass der Kopf aufgezogen wird und dann irgendwas implantiert wird. Es geht um Mike Dawson. Er ist, was war das hier, Lektor, Autor oder irgendwie sowas und zieht in ein neues Haus. Und es ist so eine Horrorgeschichte, ne, wo die Designs von Giga genutzt wurden, um ja, so eine ganz eigene Atmosphäre hier mit reinzutun. Und ja, ich habe es mir damals gekauft, weil ich einfach dann die Stimmung cool fand und die Adventure ist das Genre an sich. Ich habe es nie richtig durchspielen können, weil ich an einigen Rätseln gehangen habe. Und oh, ich versuche gerade hier mit der Tastatur zu machen, aber ich habe ganz vergessen, natürlich, es geht auch mit dem Controller jetzt hier aus. Ja, unser Charakter hat einen Albtraum gehabt, dass ihm irgendwelche Monster was implantiert haben in den Kopf. Und unser erstes Ding sollte natürlich sein, dass wir dann schauen, ob wir unsere Kopfschmerzen irgendwie hier tilgen können. Ich weiß, dass auf Amiga damals habe ich relativ lang laden müssen, bis das Spiel gestartet ist. Hier zum Glück, wenn wir es hier über entsprechend die anderen Plattformen laufen lassen, geht es ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. Da gab es natürlich auch andere Plattformen, wo dieses Spiel für rausgekommen ist. Es müsste eigentlich, glaube ich, auch eine PC-Version mindestens gegeben haben. Aber es war so ein bisschen was für mich. Ich habe es lange Zeit im Game-Laden gesehen. Und ich wollte es dann immer haben. Und als ich es gehabt habe, war es eben schön scary für ein Adventure. Okay, wir haben jetzt gerade Kopfschmerztabletten genommen, das natürlich uns helfen sollte, ein bisschen diesen Albtraum zu verwinden. Ja, und wir müssen dann herausfinden, was hinter diesem Albtraum ist, was unser Kollege Mike jetzt hier durchmachen muss in seinem neuen Haus, wo er angekommen ist, wie es im Dorf da gerade abläuft, wo hat es mit irgendwelchen Aliens oder anderen Geschichten zu tun, sind es Wesen aus einer anderen Dimension und auch ein Beispiel dafür für Point-and-Clicks, die nicht mehr so häufig erwähnt werden, weil die eben zu alt sind, weil alle nur noch über LucasArts oder vielleicht mal auch mal ein bisschen Sierra quatschen. So, ich müsste, glaube ich, hier irgendetwas rausholen können. Aber ich war, doch, da war irgendwas in der Tasche. Das weiß ich noch, dass man es rausholen kann. Wir gehen noch mal ein bisschen hier kurz durchs Haus, weil wenn ich jetzt hier auch fange, ein Grafik-Adventure zu spielen, wird es dann noch viel länger dauern. Insbesondere mit den eher alten klassischen Animationen hier. Ja, wenn ihr mal einen ziemlich scary Adventure-Titel haben wollt, der wirklich auch viel von der Stimmung lebt und der Atmosphäre und wirklich so eine kleine Unruhe hinterlässt, wenn man zockt, dann sollte man Darkseed sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ich habe vor einiger Zeit herausgefunden, es gibt sogar ein Sequel
dazu, das ich persönlich aber noch nicht gespielt habe. Das weiß ich nicht, ob es da noch auf dem Amiga drauf war. Hui. Auf dem Amiga drauf gewesen ist oder nicht. Warte mal, ich muss mir den Plan einschauen. So war das, ne? Die Baupläne und dann, glaube ich, kann ich durch eine Geheimtour durch. Es wäre interessant für mich nochmal, um einfach mal auch mal eine andere Geschichte dazu erleben. So, ich guck mal kurz hier drauf. Wir haben einen Bauplan gefunden und der zeigt uns zum Beispiel, dass hier im Haus auch noch es mehr Räume gibt, die eigentlich gar nicht verzeichnet sind. Achso, warte mal, nicht den Blueprint. Den wollen wir natürlich nicht. Wie konnte ich den nochmal... Ah, nicht Fragezeichen. Ich muss es einmal kurz... Ah, muss den einmal abwählen, weil ich will einmal nur kurz das hier machen, um zu zeigen. Ja, es gibt auch versteckte Sachen, die man finden kann. Und spielt das mal, wenn ihr jung seid. Vielleicht ist da irgendwie eine Grace Nakimura im Gebälk. Und man weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Das genug mal zu Adventures. Vielleicht mache ich das auf dem Sender mal ein bisschen länger, wenn man es ein bisschen ausführen kann und nicht im Rahmen so einer Sendung. Aber ich muss natürlich über Adventure sprechen, wenn es hier über den Amiga geht. Gehen wir mal hier. Kann man, ich muss auch noch mal hier schön in der Größe zeigen. Ich wollte es noch mal kurz erwähnen, aber wenn ihr noch nicht die Gelegenheit hattet, gerne mal die Retro-Gamer euch angucken. Oder auch alte Folgen. Hier sind noch mal Sachen verlinkt hier von alten Sachen, inklusive der Future Club Specials, die natürlich sich alle auch sehr ausführlich um den Amiga gedreht haben. Nächste Matz. Lass mir laufen und da geht es um folgendes Genre. Sport und Rennspiele habe ich mal zusammengefasst, wobei man Sport als auch Rennspiele zusammenpacken, also jeweils einzeln nochmal eine Matz machen könnte, aber hier wollte ich mal ein bisschen die Highlights präsentieren. Sensible World of Soccer, eines der Ausnahmefußballspiele mit den kleinen Figuren, ähnlich wie bei Cannon Fodder. Manche Leute würden auch sagen, Kickoff war vielleicht das Ausnahmespiel auf dem PC, wobei Kickoff ich das nie so geil fand, ja, weil der Ball nicht am Fuß klebt. Da fand ich Sensible World of Soccer wirklich mit am coolsten und hat seinen Ursprung auf dem Amiga gehabt. Top Gear 2, ja, die Nachfolgeserie zu einer anderen bekannten Rennspielserie, der wir uns gleich widmen werden. So ein bisschen die Alternativen, die Amiga-Alternativen in England entstanden zu den Outrun-Spielen oder vergleichbaren Racing-Games, die dann auch meist schöne Musik hatten und auch schöne grafische Effekte. Top Gear 2, eines der herausragendsten gewesen, hier nochmal erwähnt. Sportspiele gab es nicht nur in der klassischen Art, sondern auch in der Zukunftssportart. Speedball 2 habe ich ein bisschen mehr auf dem C64 gespielt, auf dem Amiga hatte man aber bessere Optik. Eine Art Mischung aus Basketball und brutal in die Fresse hauen. Wobei man kann beim Basketball auch brutal in die Fresse hauen, aber hier ist es erlaubt. Als auch erwünscht, wird auch immer als einer der Klassiker genannt. Muss man ein bisschen zurechtkommen mit dem eigenen Spielprinzip, weil es natürlich eine Sportart ist, die man nicht kennt. Im klassischen Sinne, aber wenn man sich ausgetobt hat, macht das Spaß. Und Formula One Grand Prix würde ich auch gerne nochmal reinpacken. Früher Amiga-Grafik, aber polygonal, ne? Kann man eigentlich schon sagen. Und dafür ist es sogar recht flüssig und aufwendig. Geoff Crement müsste der Entwickler gewesen sein, der seinen Namen auch auf die Spiele draufgepackt hat. Und als jemand, der Formel 1 sehr aktiv verfolgt hat in den 90ern, war es natürlich eines der Spiele, die ich mir gerne angeguckt habe. Und mein Lieblingsspiel auf dem Amiga, der Eishockey-Manager, auch hier repräsentativ für solche Games wie Bundesliga-Manager, wo ihr strategiert habt und eure Bundesliga-Mannschaft aufgezogen habt. Eishockey-Manager macht das Gleiche und ungelogen, da habe ich hunderte von Stunden in dieses Spiel reingebuttert. Ich bin nicht mal der größte Eishockey-Fan, aber ich muss eben sagen, dass Eishockey-Manager so eine Faszination auf mich hatte. Viel mehr noch als der Bundesliga-Manager, wo ich x-fach Mannschaften bis an die Meisterschaft geführt habe und nach trainiert habe und Wechsel gemacht habe und Bandenwerbung gekauft habe. Ein herausragendes Game. Eishockey-Manager, mein absoluter Top-Pick. Wir gehen aufs In-Game. Wir haben Sport und Rennspiele gezeigt und ich möchte euch ein Rennspiel zeigen. Was haben wir gezeigt? Top Gear 2 war in der Matz mit dabei. Allerdings vor Top Gear gab es die Lotus-Serie. Es müsste der gleiche Entwickler dahinter sein, zumindest die gleichen Leute, die an Lotus vorher gearbeitet haben und für Amiga wirklich Herausragendes geleistet haben dafür. Lass ich mal kurz gucken. Press Fire to continue. Lass mich mal... Computerized Gears müsste Automatik sein. Würde ich erstmal hier für das Rennen mal machen. Normal Control Alternative. Ich bin nicht sicher, was das heißt, aber wir starten hier einmal. Können uns wie bei Outrun aussuchen, welchen Track wir gerne hören wollen am Anfang. Und ja, so ein bisschen so Cross-Country Road Race, was hier dann umgesetzt wird. Und ich fahre mal hier ein bisschen. Ihr seht auf der oberen Seite, da ist... Lass mal kurz gucken, gebe ich hier Gas? Nach oben ist Gas. Welchen Knopf? Ich muss hier mal kurz checken, welchen Knopf.
Okay, Steuerkreuz nach oben, ja. Manchmal kann man sich nicht ganz sicher sein, welche Steuerung gerade hier ausgewählt wurde oder nicht. Alternative wäre wahrscheinlich, dass ich Gas gebe mit dem Knopf. Aber als jemand, der Outrun sehr gemocht hat, funktioniert das hier natürlich für mich sehr, sehr gut auch. Und die Lotus Games, da mussten zumindest die Amiga-Kids nicht mehr so neidisch zu den Mega Drive und Super Nintendo und Arcade-Kids rüberschielen, die natürlich ein bisschen mehr in den Genre bekommen haben. Und insbesondere Top Gear, weil es eben die Nachfolgeserie der Lotus Games war, von denen es drei jeweils gegeben hat auf dem Amiga der Lotus Games. Die Top Gear als Nachfolgeserie sind dann auch auf Konsolen auch umgesetzt worden. Insbesondere auf dem Super Nintendo gab es da etliche Teile. Und ja, wer Rennspiele mag, der wird auch bestimmt mit den Lotus-Teilen echt gut zurechtkommen. Und das gehörte so ein bisschen zum Repertoire eines Amiga-Kids mit dazu, wenn man solche Racer gemocht hat. Ich versuche jetzt noch mal einen zu überholen hier. Ich hoffe, dass das noch was wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, dann lass uns mal weg davon, weil ich glaube, ich habe gerade keinen mentalen Nerv hier dafür. Und wir gehen gleich zur nächsten Mats rüber, denn ein Genre, was auch auf dem Amiga erstaunlich viele Spiele bekommen hat, sind die Fighting Games, die Prügelspiele. Nicht nur in der Umsetzung von Street Fighter, die so gewesen ist, nicht unbedingt die Geister, aber F-Mania war so ein herausragendes Spiel, was gerne genannt wurde. Herausragend, zumindest in Sachen Technik. Ein Prügelspiel mit elfartigen Charakteren, was ich nicht besonders gut gesteuert hat, das muss ich zugeben, aber ich habe es damals auch trotzdem ganz gerne gespielt, weil es eines der wenigen Amiga-eigenen Prügelspiele gewesen ist, wie zum Beispiel auch Body Blows, was Sie hier sehen. Die meisten Games von denen natürlich inspiriert von den ganz, ganz großen Klassikern aus Japan, ob es jetzt Street Fighter oder Final Fight hier Art of Fighting zum Beispiel gewesen ist oder Fatal Fury, waren gerne Vorlagen für Charaktere und die Spielbarkeit. Meist nicht ganz so mega geil. Das war auch ein sehr solides Game, Body Blows, aber nicht jetzt unbedingt das Beste. Aber wenn man Amiga hatte, konnte man sich damit ganz gut austoben. Dieses Game hier, da bin ich nie so richtig da zurechtgekommen. Capital Punishment sollte wohl so ein bisschen auch Mortal Kombat Style sein, mit entsprechenden Fatalities. Wie ihr seht, da hinten an der Wand, wo man hier sich draufhauen kann. Es hat versucht, gute Animationen zu machen, aber ich würde sagen, es war mehr so ein Geschmack, den man entwickeln muss. Wenn man so ein bisschen diese brutaleren Prügelspiele mag, konnte man sich es gerne mal angucken. Wenn man sich damit zufrieden war, dass die Grafik nicht die allergeilste ist, war Shadow Fighter gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Ne? Da waren natürlich herausragendere Spiele im visuellen und spielerischen Sinne, was ihr mit entsprechenden Prügelspielen machen könnt. Aber Shadow Fighter ist durchaus ein solider Vertreter gewesen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein weiteres Game, das ich insbesondere auch mehr am C64 erlebt habe. Aber Bangkok Knights hat durch seine ganz, ganz großen Figuren von sich reden gemacht. Und ihr seht, das sind riesige Figuren, ne, die herumlaufen und so ein bisschen Muay Thai Bloodsport-Style sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Auf dem C64 waren sie ähnlich groß, die Figuren, aber sahen nicht so detailliert aus, wie wir es vom Amiga her aus kennen. Und ja, das waren mal ein paar verschiedene Beispiele, wie solche Sachen aussehen. Es gibt noch viel mehr Prügelspiele. Vor allem das hier, wo ich sagen würde, das ist das Beste, was Amiga-exklusiv gewesen ist. Fighting Spirit. Street Fighter, eine ganz große Inspiration für den Titel, aber insbesondere auch die SNK-Prügelspiele, von denen auch viel reingeflossen ist. Ich würde Fatal Fury am ehesten nennen. Feuer drücken und ich will mal kurz gucken. Wir werden die Optionen mal hier auch auf leicht lassen. Du kannst sogar zum Glück hier auf mehrere Knopfsteuerungen umstellen, aber ich lasse es mal auf einen Knopf, weil ich habe hier eine Liste, die mir die Steuerung ein bisschen zeigt. Und da würde ich gerne noch mal ein paar Moves machen können, bevor wir gar nichts hier mehr erreichen. Habt ihr eine Auswahl wie bei Street Fighter? Ihr seht die Auswahl da unten. Berg, Yuri, Eric, Lorenz, Shusa, Sheila, Rajang, Yadon und Kento hier wieder. Ziemlich hohen Detailgrad. Das Spiel müsste, wenn ich mich nicht irre, in Italien entstanden sein. Ne? Und da gibt es ja auch eine ganz große Arcade-Kultur, dass die sich da ein bisschen ausgetobt haben, was es angeht. Jeder Charakter hat ein eigenes Intro. Deutsche Texte hier mit dabei. Und auch der Font kommt mir auch bekannt vor. Der war auch von den anderen Prügelspielen hier noch mal unterwegs. Den Charakter, den wir hier haben, der ist so ein bisschen natürlich die Ryu-Alternative. Der kann solche harten Moves wie den Dragon Ball zum Beispiel. Und ich muss gucken, ob ich die hinbekomme oder den Dragon Breath, die alle mit so Halbkreisbewegungen gehen. Manche Auflademoves hier auch. Diese Spiele mussten natürlich dafür ausgerichtet sein. Kannst du manche von denen mit einem Knopf machen? Kannst du die auch mit mehreren Knöpfen umsetzen? Das geht auch tatsächlich mit einem Knopf. Da hing es ein bisschen so damit ab, wie die Härte war. Okay, Dragon Punch war nach hinten. Ah, da war, nee, der Dragon Ball. Entschuldigung, es war der Dragon Ball hier nach hinten.
So, dann hatten wir. Da haben wir nochmal hier den Thrust hier nochmal hinterher. Und ey, es spielt sich echt nicht schlecht. Ja, selbst für den einen Knopf, den wir hier haben. Animationstechnisch musst du dich auch nicht so sehr vor Street Fighter und anderen Sachen verstecken. Ey, wir haben hier einen indischen Level mit Elefanten und allem drum und dran. Nicht besonders viel Bewegung im Hintergrund. Hier im Speziellen, das ist die AGA-Version, also für den späteren Chipsatz des Amigas. Deshalb ist da noch mal ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Aufwand im Game hier mit drin, als ihr es anderswo sehen könnt. Und einen Kampf machen wir noch gegen Lorenz. Ich glaube, es ist ein Deutscher, oder? Oder ist er in den USA? Der ist nach Amiland dann geflogen. Aber irgendwo war hier nochmal ein Deutscher mit dabei. Ist eines der Prügelspiele. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir es auf einer anderen Plattform nochmal gesehen haben. Aber das ist eins, was ich auch nicht verstecken muss vor vergleichbaren Games. So, Lorenz, lass mich dir noch einmal. Ey, und dieser Level, der sieht eindeutig nach. Das ist Fatal Fury 1, ne? Bisschen Bewegung ist auch hier drin. So, was hat er hier nochmal für einen Move gehabt? Hyperkick. Aufladen und. Okay, aufladen ist es nicht. Oh, ich habe doch den Powerblow gemacht. Nein! Oh, sein Dragon. So. Oh, aber da habe ich. Da hatte ich doch geblockt, mein Freund. Hatte mich umgenietet. Genug davon. Genug davon gesehen, aber zumindest eine Handvoll Moves habe ich rausbekommen. Und wir wollen es nicht zu lange dann alles nach hinten ziehen. Ich habe noch eine Handvoll Genres, die ich euch zeigen möchte. Und ja, zwei Matzen habe ich noch. Lass uns die doch einfach gleich mal angehen. Die nächste dreht sich um die Rollenspiele und natürlich auch Adventures, klar, aber Rollenspiele neben den Strategiespielen ganz groß. Wir haben hier mal für die 3D-Dungeon-Games Dungeon Master als repräsentativen Titel ausgesucht. Gab es natürlich einiges von diesen Dungeon-Crawlern, die man ausprobieren kann. Eye of the Beholder, auch ein ganz, ganz großes Game beispielsweise. Und ey, mit Rollenspielen, da wurdest du zugeworfen auf dem Amiga. Da konntest du wirklich sehr, sehr viel Spaß dann damit haben. Eins meiner Lieblings Rollenspiele vom Amiga war Ember Moon, der Nachfolger von Ember Star, der inoffizielle Vorgänger von Albion. Das ist später, glaube ich, nur auf dem PC gegeben, wenn ich mich nicht irre. Und ey, wirklich herausragendes Rollenspiel gewesen, habe ich auch in meine Top 101 der besten Rollenspiele aufgenommen. Wirklich mit viel Aufwand, mit schöner Grafik und da konnte man sich vor allem für ein Spiel aus deutschen Landen auch richtig drin vertiefen. Dann auch hier ein repräsentatives Game, Champions of Kryn aus der AD&D-Serie von SSI. SSI als Hersteller hatte sich die Dungeons & Dragons Lizenz geholt und hatte viele Spiele umgesetzt, wie Champions of Kryn, wie Pools of Radiance und wie sie alle heißen. Und das Spielsystem übernommen mit ein bisschen Ego-Gang in den Dungeons plus solche strategischen Kämpfe. Ich habe ein Spiel gezockt namens Countdown to Doomsday mit Buck Rogers Lizenz, das sie nicht so gearbeitet haben. Die waren auch echt alle cool. Ultima 6 repräsentativ für die klassischen Games natürlich. Bis Ultima 6 sind sie auch auf dem Amiga rausgekommen. Die ganz alten 1 bis 3 habe ich auf dem C64 gespielt. Aber auf dem Amiga hatte man da natürlich ein bisschen bessere Technik, was gerade die etwas damals moderneren Ultima-Titel angegangen ist. Wer dann weiterspielen wollte, musste allerdings ab den 7. auf den PC wechseln. Und natürlich auch herausragende Games gab es zwar auf der Konsole später nochmal, aber die Might and Magic-Titel 2 und 3 insbesondere auf dem Amiga richtig geil gewesen. Und der Dreier, ey, schön große Welten, 3D-Grafik, hübsche Animationen, ne? Alles im klassischen Stil. Aber dafür haben sie es wirklich echt gut umgesetzt. Und ich würde auch heutzutage sagen, Might & Magic 3 so einer der Titel, die ich damals mit am liebsten auf dem Amiga gespielt habe. Also rollenspieltechnisch war auch alles im Lot. Und bevor uns die Zeit ausgeht, auch die letzte Mats hauen wir dann auch noch einmal rein. Denn ich habe es mal weitere Highlights genannt, weil ich die nicht so richtig klassifizieren kann. Aber du kannst nicht über einen Amiga reden und du zeigst nicht Lemmings dann mit dazu. Auch von anderen Plattformen bekannt, aber DMA-Design, die heute als Rockstar unterwegs sind, die GTA gemacht haben, eines ihrer herausragenden Puzzlespiele und einer der Titel, die wirklich auf dem Amiga groß geworden sind und da sehr, sehr viele Kundschaft gefunden haben, als auch Worms. Worms ist eine Serie, die auf dem Amiga von Team 17 ihren Start gehabt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Zeitschrift gekauft habe, wo eine Worms-Demo auf einer Diskette mit dabei gewesen ist und auch hier natürlich auf Milliarden anderen Plattformen nachher rausgekommen. Aber der Amiga war so die Brutstätte für die Serie und hat für mich heute, oder ich verbinde heute auch noch sehr viele wohlige Erinnerungen in Sachen Worms und Amiga dann gemeinsam. Eben, das war auch die Plattform darauf. Hier haben wir was von Bullfrog Entertainment, oder wie sie hießen ja später, Bullfrog Populous. Peter Molyneux, das herausragende Götter-Simulationsspiel. Auch natürlich was ein Genre mitbegründet hat und dann
sau viele Spiele in der Art, die rausgekommen sind. Megalomania, Utopia, Powermonger, wie sie alle dann heißen, haben das Spielprinzip genommen und für sich angepasst. Und Populous war auch auf dem Amiga mitunter sehr gut spielbar. Für die Management-Sims würde ich Mad TV nochmal reinschmeißen. Ich glaube, das hatten wir sogar hier auf dem Sender mal zu Beginn. Das müssten entweder Simon oder Dennis gespielt haben, wo ihr einen verrückten TV-Sender managt. Wo ich immer da denken müsste, ah, die haben ein Videospiel zu uns gemacht. Es war nicht unweit von dem, wie dieser Sender hier funktioniert. Mit ein bisschen mehr Management-Skills könnt ihr euch da auch gerne mal selbst dran versuchen, den Sender zur Spitze zu treiben, an die Charts und in die Einschaltquoten, die hochzutreiben, als auch Dune 2 würde ich ja auch nochmal reinschmeißen. Ich habe die Mega Drive-Version vor einiger Zeit gezeigt, quasi die Initialzündung für die Echtzeitstrategie, das Spiel, was begründet hat, wie Echtzeitstrategie heutzutage noch im Großen und Ganzen funktioniert. Und auch hier eines der Spiele, die auf dem Amiga richtig, richtig vom Leder gezogen haben. Es gibt 8 Milliarden andere Titel, über die ich noch sprechen könnte in Sachen Amiga. Aber das war ein kleiner Blick darauf. Schreibt in die Comments gerne rein, was waren eure Highlights, was sollten wir nochmal speziell beleuchten. Es gibt so viele Spiele, denen wir ganze Folgen widmen können, irgendwas speziell machen. Aber ich fand es schön, nochmal wieder so viel Amiga zu spielen, insbesondere um das für euch vorzubereiten. Und ja, bevor ich mich verabschiede, kurzer Hinweis, gerne, wenn ihr es noch nicht macht, supportet uns mit dem Rocket Beans Supporters Club. Mit Unterstützung von euch wird es möglich, solche Programme wie das hier umzusetzen, dass wir in Zukunft auch für euch dranbleiben. Und bleibt auch dran gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten hier im Retro-Club passiert. Wenn es Gott oder wer auch immer so will, oder ihr, wenn es in die Comments reinschreibt, dann wird es auch mehr Amiga geben und vielleicht auch mehr Heimcomputer hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.